Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jenner hier mit der Mütze, das ist der Till und ich bin der Sashi und wir haben heute den 8. November. Jawohl. Und am 8. November haben wir ein Geburtstagskind, richtig, das echt berühmt ist. Ach, heute echt mal. Ja, aber richtig berühmt, das ist Bram Stoker. Kennst du Bram Stoker? Der hat Dracula geschrieben. Dracula geschrieben, genau. Das ist der berühmte Schriftsteller von Dracula. Und das wurde dann halt natürlich auch x-mal verfilmt und der ganze Käse da und sowas. Ja. Aber Bram Stoker ist eigentlich derjenige, der Dracula geschrieben hat. Mhm. Ja. In Dublin geboren und nach 64 Jahren in London gestorben. Wahrscheinlich durch einen Vampirbiss. Nein. Ist auch egal. Ja. Du hast aber noch was zum 8. November? Ja, ich habe mal wieder einen Fakt, für den ich meine Körperhaltung anpasse. Achso, ernstes Thema? Mhm. Und zwar war es 1960, als John F. Kennedy die Präsidentschaftswahl der USA gewonnen hat gegen Nixon. Ja, ist ja nicht so jetzt wahnsinnig ernst. Er ist ja nicht gestorben. Na komm, ich kann jetzt hier keinen Klamauk draus machen. Oh, John F. Kennedy hat gewonnen gegen Nixon. Das ist ganz. Ja, aber wie kommt denn das rüber? So. Ja, bescheuert. Ja. Ja, aber das andere war ja auch nicht so viel besser. Aber gut. Also John F. Kennedy, du neben mir sitzt, geht's eh nicht. Ja. John F. Kennedy hat gegen Nixon gewonnen. So, zack. Fertig. Ja, das war's. Ich habe auch noch einen Fakt des Tages. Fakt des Tages. Die Erde ist der einzige Planet in unserem Sonnensystem. Und jetzt pass auf. Ja, das nicht nach einem Gott benannt wurde. Also es gibt keinen Gott, der Erde heißt. Mhm. Earth. Gott Earth gibt's nicht. Aber es gibt... Noch nicht. Was? Meinst du, es kommt irgendwann einer nach oder was? Kann das sein. Käse. Auf jeden Fall, es gibt Merkur, es gibt Mars. Jupiter, Mars. Ja, Mars. Venus. Richtig. Venus, Gott der Götter, Göttin der Liebe, glaube ich, Mars, Krieg und so ein Zeug und der ganze andere Kram. Also alle Planeten in unserem Sonnensystem sind nach Gottheiten benannt worden und die Erde nicht. Jo. Guckst du Blade, ne? Ja. Ein echter Fakt des Tages. Jetzt haben wir richtig viel gelernt am 8. November und wir sehen uns morgen am 9. November wieder. Der mit der Mütze ist dann nicht da. Ich sag Cheerio, Miss Sophie.